Meine lieben, sehr verehrten Zuschauer, ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Train Sim World 5. Der Danny spielt das hier auf dem PC. Wir befinden uns hier, wie ihr unschwer erkennen könnt, an einem der wunderschönsten Bahnhöfe, die es in Deutschland überhaupt gibt, und zwar Koblenz Hauptbahnhof, auf der linken Rheinstrecke. Und ich habe mir gedacht, wir machen heute mal eine kleine Fahrt mit dem neuen ICE T. BR415, ja, das ist der Kurzzug, beziehungsweise der Modzug, den es auf der Seite www.trainsimcommunity.de herunterzuladen gibt. Und ich wollte euch den heute mal so ein bisschen vorstellen. Und wie gesagt, auf einer der schönsten Strecken und der schönsten Hauptbahnhöfe, den es überhaupt hier in diesem Spiel gibt. Der linken Rheinstrecke hier in Koblenz Hauptbahnhof. Wirklich ein wundervoller Bahnhof, das kann man nicht anders sagen. Also wirklich, und das Schöne ist, ich werde ihn auch noch mal besuchen. Am kommenden Wochenende bin ich hier und also wirklich ein wunderschöner Bahnhof, wenn ich das mal so sagen darf. Hier an Gleis 3, beziehungsweise das ist Gleis 5. Hier ist dann Gleis 2. Hier fährt zum Beispiel immer der RRX ein, der RE5 von Koblenz nach Wesel und von Wesel nach hier hin. Und von hier fährt er dann auch wieder ab, hier in diese Richtung, Richtung Wesel über Bonn, Köln, Duisburg, Köln, Düsseldorf, Duisburg, Oberhausen und so weiter. Also hier an Gleis 2 kommt immer auf jeden Fall der RE5 an, RRX. Und wie gesagt, wir werden heute mal eine kleine Fahrt mit dem ICET auf der Strecke linke Rheinstrecke Koblenz Hauptbahnhof machen. Und den Zug kann man hier ganz einfach hinspawnen. Offiziell gibt es den nicht im Fahrplan hier auf dieser Strecke, aber man kann ja, wie gesagt, spawnen. Und das werden wir heute einfach mal machen. Eine kleine Fahrt mit dem neuen Zug BR415 ICET hier auf eine der wunderschönsten Strecken, die es hier bei dem Spiel gibt, und an einem der schönsten Bahnhöfe, Koblenz Hauptbahnhof. Ich würde sagen, los geht's. Fangen wir damit an, den Zug erstmal aufzurüsten und die Fahrgäste einsteigen zu lassen. So. Genau, zack. Aber wir können gleich noch eben was machen. Das habe ich nämlich vorhin zufällig gesehen, als ich da den Rundflug gemacht habe. Das brauchen wir nicht. So, wir müssen aber die Zugsicherungssysteme einstellen. Die AFB, die Neigetechnik, die machen wir auf jeden Fall an. Genau. Das haben wir soweit. Dann, was jetzt noch fehlen würde auf dieser Strecke im TSW, das sage ich ganz ehrlich, ist der RRX selber. Also der fehlt jetzt hier wirklich noch. Das würde dem Ganzen noch die Krone aufsetzen. Und dann die Strecke von Koblenz nach Wesel. Das wäre jetzt noch so das, was ich mir wünschen würde. Also den RRX als RE5 hier in diesem, auf dieser Strecke würde ich unbedingt unnormal feiern. Und auf jeden Fall, wieso hat er denn die Tür nicht geöffnet? Na egal, machen wir das gleich. Und auf jeden Fall die Strecke nach Köln, Düsseldorf, Wesel, das wäre so. Das, was ich mir wünschen würde, so, wir gehen mal kurz hier an Gleis 2. Wie gesagt, hier kommt immer der RRX an, um genau zu sein, der RE5. Also hier an Gleis 2. Aber irgendwo war doch hier so ein, wo man die Streckenkarte hinhängen konnte. Die gab es, das war doch vorhin hier, habe ich doch gesehen.
mich jetzt nicht alles täuscht, habe ich das doch irgendwo gerade gesehen. Das war auf jeden Fall hier an Gleis 2. War das vielleicht hier noch weiter hoch? Ja, da war's. Genau, das war die Strecke. Und wie gesagt, hier geht's dann Boppard. Ich bin die Strecke selber gefahren, von Mainz. Ich alles hier abgefahren, Mainz, dann über Ingelheim, Heidesheim, Ingelheim, Bingen, dann über Bacharach, Oberwesel, dann über Boppard, schließlich nach Koblenz. Also ich bin die Strecke selber schon abgefahren. Ja. Und hier hoch wird es dann weitergehen Richtung Köln, also Bonn, also über Remagen und so weiter, Andernach, dann nachher Bonn, Köln, Düsseldorf, Duisburg, Oberhausen, Dienstlaken, Förde und schließlich dann Wesel. Also das sind so die nächsten Stationen des RE5 von Koblenz nach Wesel. Wir werden uns jetzt aber wieder zu unserem Zug begeben an Gleis 4 und werden die Fahrgäste einsteigen lassen und uns dann auf den Weg machen von Koblenz Richtung Mainz mit dem neuen Zug BR415 ICET. Gibt es wie gesagt als Mod zum Downloaden auf der Seite www.chainsimcommunity.de. So. So, wir werden jetzt aber uns auf den Weg machen. Natürlich blöd, dass ich die Tür nicht geöffnet habe. Naja, egal. Wir müssen uns noch eine Route legen, sonst kommen wir ja gar nicht weiter hier. Das machen wir, und zwar machen wir das erstmal bis hierhin, würde ich sagen. So, können wir jetzt grün? Ja, sehr schön. Dann können wir, würde ich sagen, loslegen. Ab B müssen wir noch einstellen, auf 40. Jetzt können wir nicht weiter. So, genau. Dann würde ich sagen, los geht's. Wunderschön. Können Sie befreien? Wunderschön, wunderschön. So, warum werden wir jetzt zu schnell? Doch die ist die AFB eingestellt. Ach, ja. Die habe ich gar nicht eingestellt. Ich habe die Zugsicherungssysteme eingestellt. Jetzt haben wir sie eingestellt. Sorry, mein Fehler. So, jetzt aber. Jetzt dürfen wir auch 140 fahren. Kann man so direkt höher stellen. Das war mein Fehler. Wenn die AFB nicht einstellt, dann kann die auch nicht funktionieren, klar. Naja, passiert halt. Was sind das eigentlich für Pultleuchtungshelligkeit erhöhen? Hier haben wir Pult verringern. Ja, gut, das brauchen wir ja eigentlich nur, wenn es dunkel ist. Kann man auch noch was einstellen? Ah, clever. Und hier, da ist leider nicht animiert. MDF. Ah, clever. Gut, das muss man auch alles wissen. So, nächster halt sein Goa.
Wunderschön, wunderschön. Schicker kleiner Kurzzug. Ich kann euch aber auch gerne den Link dafür runterladen. Ach, runterladen, sag ich schon. Unter die Videobeschreibung packen, wenn ihr das wollt. Wunderschön. Wunderschön. Ach, seht mal, ein schicker IC. So, der wurde auf den Namen Leipzig getauft, beziehungsweise jedenfalls der Städtenamen wurde ihm verpasst. Leipzig, auch ein schöner Bahnhof. So, ich denke, schneller als 140 werden wir nicht mehr fahren. Das ist Rhens, ja, den kenne ich auch. Also wir durchfahren jetzt Rhens. Ist ja mehr oder weniger kein Bahnhof, so eine kleine Haltestation hier. Oh, wir haben Rot. Kleines rotes Signal zu erwarten. Dann sollten wir so langsam doch. Ah, es ist grün. Hat sich auch erledigt. Wunderschön, wunderschön. Hier gibt es sogar eine Steckdose. Kann der Triebfahrzeugführer zum Beispiel sein Mobiltelefon laden, unter anderem, oder sein Tablet oder was auch immer der TF so mit sich führt. Entschuldigt die kleinen Unterbrechungen, aber meine Tochter hat heute Geburtstag und ja, müssen noch ein paar Vorbereitungen getroffen werden. So, nichtsdestotrotz wollte ich euch wenigstens ein kleines Video präsentieren für heute, weil ja so von mir in der Woche nichts kommt. So, also, wir haben tatsächlich rot. Das ist. Jetzt ist die Frage, ändert sich das noch oder nicht? Das werden wir spätestens daran erkennen. Wir gleich quittieren müssen. Gelbes Vorsignalarm.
bleibt definitiv mal rot. Müssen eh langsamer werden. Können wir auch 110 runter. Jetzt hat sich das erledigt mit dem roten Signal. 110 haben wir trotzdem. Wunderschön, wunderschön. So, wieder rot. Also irgendwer scheint uns da zu behindern. So, jetzt können wir mal unter 85 gehen. Wenn wir hier nämlich quittieren müssen. Direkt der 500 Hz-Magnet aktiv. Habt ihr das gesehen? Das war haarscharf. Voller Zwanse. So, dann schauen wir uns doch mal an, was uns da blockiert, würde ich mal sagen. Da fährt einer, und zwar ist das der, das ist ein Signalbild, RB 6017 Koblenz Hauptbahnhof nach Mainz Hauptbahnhof. Geschwindigkeit wird er beschleunigt. Ist natürlich die Frage, wie lange bleibt er uns jetzt hier im Weg? Schon eine ganze Weile. Der fährt mitten auf unserem Fahrweg. Der wird uns eine ganze Weile blockieren. Das heißt, den müssen wir leider Gottes entfernen, weil der wird uns ziemlich lange beschäftigen sonst. So. Es gab da leider kein einziges Ausweichgleis, wo der hätte mal drauf fahren können. Der hätte uns komplett, wer weiß wie lange noch blockiert, und deswegen habe ich den jetzt mal entfernt. Natürlich nicht Sinn und Zweck der Sache, aber der hätte uns sehr, sehr oft blockiert oder sehr, sehr lange noch, sagen wir mal so. Deswegen habe ich das jetzt einfach mal so gemacht. So, 100, immerhin. Ihr habt ja gesehen, es war kurzzeitig gelb, das heißt, das nächste rote Signal stand schon wieder fest. Das heißt, wir wären eh nicht weit gekommen. Das wurde ja erst grün, als das System erkannte, dass der Zug gar nicht mehr da ist. Von daher
So, dann wir gleich wieder 120. Wunderschön, wunderschön. So, noch 12 Kilometer sind wir dann auch da. Wenn unser ausgewähltes Ziel oder an unserem ausgewählten Ziel sagt Goa. Ich liebe diese Strecke. Ich liebe vor allem den Koblenzer Hauptbahnhof. Ich kann es ehrlich sagen, ach guck mal, wie er sich neigt. Ach schön. Wunderschön, wunderschön. Also wie gesagt, wirklich eine der schönsten Strecken. Natürlich ist nicht alles so hundertprozentig, wie es jetzt real aussieht. Das liegt ja ganz einfach erstens mal daran, dass sich ständig was verändert an den Standorten, dann ist das Ganze oder die Strecke an den späten 1990ern angelegt oder angesiedelt, meines Wissens nach 1997. Und jetzt haben wir 2024, also da hat sich natürlich einiges getan an gewissen Orten, gewissen Standpunkten. Und so kann es natürlich immer mal wieder vorkommen, dass auch in am Koblenzer Hauptbahnhof das eine oder andere nicht so hundertprozentig dargestellt wird, wie es vielleicht jetzt in Wirklichkeit ist oder im Vorbild ist. Ich habe eine gute Bekannte, meine beste Freundin, die wohnt in Koblenz und die kennt sich dann natürlich super aus an dem Bahnhof. Und die hat mir schon gesagt, dass da nicht hundertprozentig alles stimmt, so wie es hier dargestellt wird. Aber wie gesagt, erstens verändert sich immer wieder mal was im Vorbild, sei es durch Baustellen, sei es durch andere Dinge. Und dementsprechend kann DTG da gar nicht so hundertprozentig alles 100% real darstellen, wiedergeben. Aber ich finde, es kommt dem Vorbild wirklich sehr, sehr nah. Auch Frankfurt, die neue Strecke. Ich war selber letztens, wo ich nach Ulm gefahren bin, hatte ich an Frankfurt Hauptbahnhof Aufenthalt. Und ich muss sagen, das kommt dem Spiel schon sehr, sehr nahe, beziehungsweise das Spiel kommt dem Vorbild sehr nahe, sagen wir es mal so. Also da auf jeden Fall Hut ab vor der vor der Realität, die DTG hier ja, versucht darzustellen, das muss man ganz klar so sagen.
Wunderschön, wunderschön, wunderschön. So, 5,5 Kilometer noch, dann sind wir in St. Goa. Wunderbar. So, das ist der IC 614 nach München, nach Münster, Drachenfels bewegen. Ah, nach Münster, das ist doch schön. Da kommt uns gleich der IC 614 auf dem Weg von München nach Münster entgegen, das ist doch mal was Feines. Münster in Westfalen, auch ein schöner Bahnhof. Wirklich wunderschöne Aussicht hier mit den Bergen, mit dem Rhein, mit dem alten Häusern hier mit den Burgen und so weiter. Das ist wirklich eine wunderschöne Strecke. Das kann man nicht anders sagen. Also auch wo ich letztens von Mainz mit dem RE2 bis nach Koblenz gefahren bin, muss ich wirklich sagen, wunderschöne Aussicht und es kommt dem Realen wirklich sehr, sehr nah. Das ist übrigens der IC 614 gewesen, muss ich wirklich sagen, vom aller, aller, aller Feinsten. Schön, wie wir uns hier in die Kurve legen. Ach, einfach traumhaft. Wunderschön. Ach, geil. Einfach geil. Ich liebe die Neigetechnik. Ist ja bei der 612 genauso. So, wir sollten mal ein bisschen langsamer werden hier, denn wir haben jetzt gleich Ankunft in St. Goa. Wir sollten generell langsamer werden, weil wir ein Haltzeigensignal zu erwarten haben. Hier quittieren müssen. So, dann werden wir mal weiter unter 40 gehen, unter 45 zumindest. Und dann werden wir hier langsam an den Bahnsteig heranfahren. Jetzt vielleicht ein etwas ungewöhnlicher Halt für ein ICE, aber die ganze Strecke zu fahren, das ist mit der Geschwindigkeit schon ein bisschen lang, würde ich mal sagen. Und das müssen ja nicht immer Videos sein, die über eine Stunde gehen. Da können wir hier langsam in St. Goa anhalten. Es ging jetzt hauptsächlich darum, euch den Zug so ein bisschen vorzustellen. Und damit dann auf eine der schönsten Strecken dieses Spiels zu fahren. Bisschen können wir schon noch fahren. Da kommt der nächste IC. Ja, komm. Jetzt den jetzt kaputt gemacht oder warum beschleunigst du nicht mehr?
Egal. Dann bleiben wir halt hier stehen. Ist jetzt auch nicht mehr so schlimm. Bergauf geht es eigentlich nicht. Ich weiß nicht, warum der nicht mehr will, aber lassen wir das. Wir sind angekommen, darum geht es ja überhaupt erstmal. Den ist zwar nicht hundertprozentig korrekt hier am Bahnsteig, aber eigentlich können alle aussteigen, wenn ich das so sehe hier. Also, es haben alle einen Bahnsteig zur Verfügung. Vielleicht der letzte Wagen ist vielleicht hier noch. Okay, aber der letzte Wagen, okay. Aber sonst, so soll sich mal keiner beschweren hier. So, das war es jetzt soweit erstmal mit der Fahrt mit der BR415. Wie gesagt, den Mod gibt es auf der Seite www.chainsimcommunity.de. Es scheint kalt zu sein. An diesem 21. September 2024. Wie gesagt, das war es erstmal soweit. Wir können hier noch eine Streckenkarte aufhängen. So, wir stehen jetzt hier. Kurz vor Oberwesel. Als nächstes würde dann, wie gesagt, Oberwesel, Bacharach, Niederheimbach und so weiter kommen. Also bis Mainz wäre es schon noch ein ganzes Stück, wenn ihr das mal so seht hier. Das Stück sind wir jetzt gefahren. Über Boppard und so weiter. Also das wäre schon noch ein Stück. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Passt auf euch auf. Habt eine schöne Zeit. Habt eine schöne Woche. Wie gesagt, nächste Woche bin ich wahrscheinlich nochmal auf Tour in Koblenz. Freut euch drauf. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit, ein wunderschönes Wochenende. Ja, bleibt mir treu, bleibt gesund, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Danny Spieters, haut rein, ciao, servus und tschüss.